Genau, ich hatte ein FPS. Also ich weiß nicht, was mit Fraps los ist. Also ist das überhaupt Fraps? Kann es auch auf Windows liegen oder irgendwie so? Ist doch crap. Crappy crap. Sachen, die geschrieben im Chat. Gestrigen Tag gemacht. Gehen wir Quest mit dem Schützen. Suchen wir die Quest für Level 37. Ausruhen muss, ne. Dann farmen wir lieber mit dem Schützen. Was meint ihr, was ist besser? Ich habe einfach das Gefühl, dass der Baba halt mehr Schwierigkeiten bekommen wird. Weil der Schütze kann natürlich noch ausweichen und sonst Sachen machen. Sich schützen. Abhauen hinten ran. Ja, zwei Charakter hoch spielen will ich nicht. Ist ja vorläufig nicht. Da mit Kollegen gerne. Da darf jeder mitmachen. Aber eben, das macht immer mit, aber hoffentlich bald. Eins verstehe ich nicht, sind immer alles nur Einzelgänge. Nur die ersten 15 Level sehe ich manchmal ein paar, die zusammen leveln, zusammen spielen oder einen Beschützer dabei, also einen Beschwörer dabei haben, der es heilt und so. Der tankt, ein Team of Paladin, der tankt. Ne, es ist völlig das Spiel.
gar nicht mehr so so sozial eigentlich mit den anderen mitlaufen kann jeder. Das ist kein Partyblade, was in der Warzone vor sich geht. Sich halt ein bisschen schämen, wenn man so etwas postet im Global Chat. Man hat ja gar keine PN zur Verfügung, keine private Nachricht, kein Party-Chat, kein Gilden-Chat. Nein, man muss es im Global Chat posten. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht habe. Ich schäme mich eigentlich nie. Was auch, für was muss man sich schämen? Jeder Mensch macht Fehler oder etwas Peinliches oder so. Sich doch nicht peinlich fühlen. Für was man sich gar nicht peinlich fühlen. Das ist Scham, Melody. Das ist Scham. Ich kann mal sagen, yeah. Super. Du hast so viel Leistung. Ich kack das an. Ja. Ne, es sind dann Flaps. Irgendwas ist kaputt. Muss man den. Ah, fuck. Schreib die an, bis sie mich mehr an.
10 wahrscheinlich schwer. Sehr schwer. Sachen in der Reichstaff. Machen ein paar Reichsquests halt.